Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Krebach. Ich habe das eine Feld Mais schon mal fertig abgeerntet und habe schon am zweiten Feld angefangen. Und jetzt tanken wir mal schnell ab und dann werden wir einen kurzen Helfer einsetzen. Während der weiter drischt, werden wir schnell mal den Mais zurückfahren, denn wir haben heute noch viel vor in dem Ingame-Tag. Der Mais fertig runter machen, kruppern, düngen und vielleicht, wenn es klappt, noch etwas Gras ernten. Für einen Frühlingstag, für einen Frühlingstag, ja, für einen Wintertag viel, viel Arbeit. Aber das werden wir zusammen schon hinkriegen. So, jetzt fahren wir erstmal wieder ans Feld. Und werden den Drescher ansetzen und hoffen, dass der Helfer nicht ganz so ein großes Chaos macht. Wir werden uns überraschen lassen. So, Helferchen, jetzt zeig mal, was du kannst. Und los geht's. Auf zum Hof und ab ins Silo damit. Randalleuchte an. Unser Acker ist ja abgeerntet, also können wir da schön drüber pacen. Jetzt kommt gleich wieder das Loch, wo er so aushebt. Wir sind diesmal nicht ganz so schnell. So, jetzt zirkeln wir mal zu dem schönen großen Hofsilo. Den Eingang hier werden wir nicht kriegen. Mit den zwei Rollen, die wir haben, wird es zu eng werden. Einmal im Kreis fahren heißt das. Unser schöner Weihnachtsbaum, schön dekoriert von Richie F. So. Hier vermisse ich leider etwas die Gangschaltung, aber ja, das reicht. Wir kommen rein. Stellen um auf hinten abkippen. Jetzt hoffe ich, dass das von der Höhe her auch reichen wird. LS19 und Trigger Bingo. Na. Wenn ich auf die Seite kipp, links, dann nimmt das an. Stellen wir den hinteren auch gleich um. Auf links und können beide gleich kippen. Das sieht doch gut aus. Und die erste Rolle ist schon leer und die zweite wird auch gleich leer. Das läuft doch gut heute. Und unser Drescher ist auch gleich wieder voll. So. Einmal ein großer Bogen. Ja. Ja. Und es hat gereicht. Genügend Platz. Wir brauchen unsere Gebäude nicht zu reparieren. Das klingt doch schon mal gut.
Jetzt wollen wir mal gucken, was unsere Annie hier gemacht hat, ob die schön weitergearbeitet hat. Und lösen die dann auch gleich ab. Wir wollen ja nicht zu viel Geld verlieren. Sieht doch schon mal recht gut aus. Dann rennen wir mal zu ihr. Hast du gut gemacht, Anni. Aber auf dem Feld brauchen wir keine Rundumleuchten. Da kommt uns kein Verkehr entgegen. Von der Maisernte bin ich bisher sehr zufrieden. Und auch, dass man die hier im Seasons Mod im Winter schön ernten kann. Etwas überrascht darüber, aber glücklich. Und wir sind schon voll. Und wie ihr seht, wir spielen ohne Fruchtzerstörung. Tanken wir nebenher schön ab. Noch ist der Himmel schön und gut. Sollten wir damit rechtzeitig fertig werden, ohne Probleme. Und danach natürlich noch den Drescher sauber machen. Hoffentlich gefriert uns das Wasser nicht, weil minus 1 Grad ist heute gemeldet. Können wir eigentlich auch mal gucken, was die nächsten Tage so am Wetter bringen. Heute schönes Wetter. Ja. Abends Frost. Und morgen, ui, richtig kalt, aber Sonnenschein. Kein Schnee in Sicht. Schade, aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht schneit es ja noch etwas. So, und weiter geht's mit dem Maisdreschen. Wenn ihr euch fragt, warum ich den Helfer nicht gleich anstelle zum Gruppern, der kostet mir zu viel Geld. So viel Geld haben wir zurzeit auch nicht übrig. Wir müssen ja etwas sparen. Wir wollen neue Gerätschaften kaufen. Also heißt das für uns Eigenleistung, Eigenleistung, Eigenleistung. Aber mit euch zusammen ist es ja überhaupt kein Problem und macht umso mehr Spaß. Und hier geht's wieder hoch. Bei Averia hat der Drescher auf dem Feld hier richtig Probleme gemacht, aber nur mit dem Helfer. Noch ein Grund mehr, den Helfer hier nicht einzusetzen. Ihr seht's unten, kein Kurs geladen. Curseplay ist am Stissel. Falls wir zum Dreschen einen Helfer brauchen, werden wir den mit Curseplay laufen lassen. Denn Curseplay funktioniert. Warum das der normale Helfer da nicht hinkriegt, keine Ahnung. Es gibt schon Dinge, die sind seltsam. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Mais geerntet bekommen. Und unser Drescher zieht die Bahn, eine nach der anderen. %28 schon wieder voll. Und dreckig wird er.
Obwohl wir Winter haben, staubt es und unser Drescher wird ganz schön schmutzig. Also ihr seht, Arbeit gibt's mehr wie genug. Die wird uns nicht ausgehen. Wir tun das Vorgewände noch mal etwas vergrößern. Damit wir mehr Platz zum Wenden haben. Und ihr merkt, langsam komme ich auch wieder rein in die Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Wenn man zu lange ohne fährt, ist es halt in der ersten Folge eine kleine Umgewöhnung. Aber es funktioniert. Und wir fahren ohne Allrad. Ja, 2,4 Betriebsstunden hat unser Drescher dieses Jahr draufgekriegt. Und das, obwohl er nicht irgendwie im Lohn unterwegs war. Nur durch unsere eigenen Felder. 13,2 Tonnen, total 15,7. Aber das Schöne am Seasons Mod ist, dass wir reparieren und lackieren können, aber im Vergleich zum normalen Spiel, zumindest hier auf dem Spielstand, nutzt sich der Drescher oder die Fahrzeuge und die Gerätschaften allgemein nicht so stark ab. Seasons kann auch seine Vorteile haben, wie ihr seht. Und so wie ich das sehe, kriegt unsere Folge etwas Überlänge wahrscheinlich heute. Denn wir kriegen den Mais nicht komplett ab. Aber machen wir heute ausnahmsweise etwas länger. Ist auch kein Problem. So, tanken wir mal gleich ab. Bis hoch, wenn wir es nie, hoch und runter werden wir nicht mehr schaffen. Und schon wieder leer machen. Na, stehen wir zu weit vorne. Aber jetzt klappt das. Ich muss die Tage mal gucken, ob das manuelle Abpunkern schon als Mod gibt. Im 17er gab es das ja. Das wäre auch was Interessantes, was wir noch hier mit in diesem Let's Play mit reinnehmen könnten. Das manuelle Ankuppeln will ich noch draufnehmen. Aber eins nach dem anderen. Und wir sind schon wieder leer und können gleich wieder loslegen. Dann fahren wir gleich mal wieder runter und wollen die letzten paar Bahnen Mais abernten. Gras wollen wir noch keins holen. Zumindest nicht mit dem Drescher. Und ich will gucken, dass wir nächstes Jahr Vermehrungsgras sehen. Denn das soll auch mit dem Drescher abgeerntet werden können. Es gibt es ja hier auf der Krebach. Ich weiß nicht, ob es auf einer anderen Karte das auch nochmal verbaut worden ist. Da lassen wir uns überraschen. Aktuell, das kann ich euch ja zeigen, haben wir auf unseren Wiesen, Wiese 1, 2 und 3 Gras gesät. Und nächstes Jahr soll das ausgetauscht werden im Herbst durch Vermehrungsgras. Und Unkraut, habe ich vorhin gesehen, ist auch schon wieder drauf gewachsen. Also außer Grupper düngern
Müssen wir auch noch den Striegel dranhängen. Und wir haben schon gleich Mittag. Und es wird früh dunkel, also. Für diese kleine Karte, für einen Mann im Seasons, wird das heute ein arbeitsreicher Tag. Und dann bin ich mal gespannt, wenn es schneien sollte, diesen Winter, habe ich vor, etwas Schneeräumen zu tun, ja. Etwas Schnee wegzuräumen als Lohndienstleistung für unsere Gemeinde. Hier im LS19. Drückt mir mal die Daumen, dass es auf der Krebach dieses Jahr schneien wird. Und wenn es oft genug schneit, bin ich sogar am Überlegen, ob man sich den Schneepflug und den Salzstreuer sogar nicht kauft. Wir werden uns den für dieses Jahr erstmal mieten. Aber wie schon gesagt, vorausgesetzt, es schneit auch. Und der Acker zieht sich. Die sehen gar nicht so groß aus, aber mit dem Drescher lässt sich das alles schon ernten. Da vergeht schon etwas Zeit. Aber ich denke, wir werden an der Stelle Feierabend machen. Ich werde den letzten Maisbahn ohne euch fertig machen, sonst wird das Video viel zu lang. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.